Unsere Reise in den Frühling geht weiter. Schön, dass ihr uns wieder begleitet. Wir sind auf dem Weg nach Portugal und kurz vor Vigo überqueren wir eine Bucht des Atlantiks mit einer spektakulären Brücke. Das ist die Brücke, aufgenommen mit der Dashcam, und wir fahren auf der Fahrspur, die mautfrei über die Brücke führt. Wir sind in Portugal angekommen. Genau, an unserem Ziel, am geplanten Ziel. Also am Reiseland-Ziel, ja, ja, sind wir jetzt angekommen. Und hier in Portugal ist gleich mal die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Komischerweise, also wir sind halt immer gut vorbereitet auf der Reise, aber das haben wir nicht gewusst. Nee, aber jetzt sind wir eine Stunde früher als geplant, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie hell das morgen früh ist, denn jetzt durch Frankreich und Spanien, da war es morgens um 8 noch richtig dunkel. Jetzt mal schauen, wie das hier morgen ist, wenn es um 8 Uhr ist. Ja, und dann auch gleich noch, wir fahren ja gern mautfrei, wie ihr wisst. Aber wir haben zwei Navis und das eine Navi fährt rechts, das andere links. Helle hat sich entschieden. Und wo sind wir gelandet? Auf der Maut. Ja. Aber sie hat uns nicht arm gemacht. Nein, es waren ein paar Kilometer und da haben wir jetzt 1,40 Euro Zeit dafür. Ja, aber für die paar Kilometer. Ja, hat sich nicht gelohnt. Hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Maut lohnt sich nie. Nein, natürlich nicht. Zumindest für uns nicht, weil wir viel Zeit haben und auch gar nicht durch die Ortschaften fahren. Aber jetzt haben wir es bezahlt, wir haben unseren Eintritt entrichtet für Portugal. Jetzt hoffen wir auch, dass das Land uns auch was bietet, oder? Ich denke schon. Also unsere erste Anlaufstelle ist Braga. Braga, da fahren wir jetzt hin. Ich zeig's euch. Hier, Braga. Da fahren wir jetzt erstmal hin und dann sortieren wir uns neu. Dann schauen wir weiter. Ja, genau. Thank you.
Also wir waren heute Nacht auf jeden Fall ganz alleine hier gestanden. Und jetzt heute früh ist der Franzose dazu gekommen. Josi? Ja. Schau mal, da haben wir einen wunderschönen Wohnmobilstellplatz gehabt. Ach ja, wir haben ja auch gut gestanden beim Übernachten. Ja, aber da haben wir einen schönen Ausblick gehabt. Es ist ja so, in Portugal haben wir recherchiert, überall wo Parken erlaubt ist, darf man mit dem Wohnmobil mindestens 24 Stunden stehen bleiben. Mhm, das nutzen wir natürlich auch sowas. Ja, ist ja auch super, ja. Das ist und hier hätten wir sogar einen Platz mit einer schönen Aussicht gehabt. Da ist die Standseilbahn zur Basilika hoch. Ja, genau. Und ich bin jetzt nur ganz schwer am Überlegen, ob wir da hochfahren. Ja, oder ob ich die 600 Stufen nach oben laufe. Du weißt ja gar nicht, wo die Stufen sind. Hoch, da vorne geht's los. Ja, jetzt fahren wir mal hoch und dann kannst du. Ich gehe da nicht mehr runter. Aber ich lauf gleich hoch. Ich fahre doch da jetzt hoch und wieder runter. Aber ich brauche Geld, damit ich hochfahren kann. Ja, das kriegst du. Ich habe immer kein Geld dabei, wisst ihr. Wenn man die Uzi hat, braucht man kein Geld mehr. Ja. Die fährt jetzt gleich so, wie es aussieht. Siehst du? Jetzt fährt sie, hat sie gerade geläutet. So, ich komme mit ihr nicht mehr mit. Nein. Aber wir zeigen sie euch. Mir das jetzt überlegt, ich werde diese 600 Stufen hochlaufen. Auf dem Weg kann ich mir ja überlegen, ob ich irgendwelche Sünde begangen habe. Und dann hoffe ich dann, dass die mir vergeben werden. Aber jetzt marschiere ich erstmal hoch. Die Buße kannst du schon mal tun, die schadet nie. Josi? Was meinst du? Sag einfach ja. Sag einfach ja. Welch ein Ausblick. Und ich bin noch nicht mal oben. Da steht sie, die Kathedrale. Bom Jesu del Monte. So, und dann, das nehme ich jetzt auch noch in Angriff. So, von mir aus kann es losgehen. Ich bin bereit.
Auch an solch einem heiligen Ort hält die Elektronik Einzug. Aber ich glaube, das ist auch hauptsächlich wegen dem Rauch. Und weil es auch billiger ist. Aber okay, wir wollen dann natürlich auch eine Katze anzünden. Erleuchtet, Ursi und Helle. Schöner Ausblick auf die Stadt Praga. Und wir stehen an der Basilika Jesus du Monte. Bom Jesus du Monte. Guter Jesus vom Berg heißt das. Genau. Ja. Und da ist die Ursi 600 Stufen hochgelaufen. Mhm. Und ich bin gemütlich mit der Bahn hochgefahren. Und ich war vorm Helle hier oben, ja. Und so tragisch war das gar nicht hochzulaufen. Also das kann man gut machen. Es war kein Problem. Wolltest du wegen der Bahn noch, dass die so lange gedauert hat? Ja, die Abfahrt hat ewig lang gedauert, aber das ist klar, wegen mir allein. Ich wollte nicht hochfahren, da war ein bisschen ein paar Touristen kommen und die sind dann kommen und dann ist er hochgefahren. Hat 3 Euro gekostet. Hin und zurück, oder? Hin und zurück, also ich durfte auch nur mit runterfahren. Ich werde wahrscheinlich auch wieder runterlaufen. Runter ist ja nicht so anstrengend wie hoch. Aber jetzt sagen wir noch etwas zu dieser Basilika. Basilika, ja. Also das ist eine Basilika, das ist ein, gehört zum UNESCO, Weltkulturerbe. Das ist ein Wallfahrtsort. Also genau. Das ist schon unser zweiter Wallfahrtsort bei diesem Urlaub, ja? Ja, und was gibt es hier zu sagen? Diese Kirche wurde im 18. Jahrhundert vom Bischof von Praga angefangen zu bauen. Aufgrund eines kriegerischen Ereignisses im 14. Jahrhundert. Ja, genau. So hast du gesagt. Ja, genau, so steht es. Auf jeden Fall habe ich das nachrecherchiert. Und hier stand vermutlich schon mal eine Kapelle oder wenigstens ein Kreuz. So genau weiß man das anscheinend nicht. Auf jeden Fall hat dann dieser Bischof gemeint, er möchte hier eine Kirche bauen. Jawohl. Und 2015 hat der Papst Franziskus diese Kirche zur Basilika Minor erhoben. Jawohl. Eine Basilika Minor ist immer eine Kirche mit religiösen und kulturellen oder kulturellen Besonderheiten. Und die wird dann vom Papst entsprechend als Basilika Minor ausgezeichnet. Und es ist hier passiert. Und die Kirche ist aber wirklich auch wirklich wunderschön. Ja. Das hat mir gut gefallen. Mir auch, ja. Ja. Okay, das war, glaube ich, jetzt alles zu der Basilika hier. Also mehr fällt mir nicht ein. Vielleicht habe ich was vergessen, aber ist ja jetzt so tragisch. Die Stadt Praga werden wir uns jetzt nicht mehr anschauen, obwohl es da auch noch Kirchen geben soll. Ich glaube, 3 Stück und eine Kathedrale sogar. Die soll auch sehr schön sein. Ja, und aber Städte sind jetzt so unser Ding. Nee, wir haben uns jetzt hier das Bom Jesus do Monte angeschaut, was ich sehr empfehlenswert finde. Und schon geht die Reise weiter. Ja, genau. Und wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um
Und dann werden wir wieder zum Gustl gehen und weiterfahren. Genau. Die Standseilbahn wird mittels Wasserkraft betrieben. Wie das funktioniert, erschließt sich mir nicht, aber so ist es offensichtlich. So, und ich darf jetzt warten, so circa 10 Minuten, bis diese Kabine neben mir abfährt und dann kommt der Helle irgendwann runter. Also zu Fuß ist man eindeutig schneller. Jetzt steht er neben mir und die Bahn fährt jetzt endlich los. Warum ist es so blöd, so lange da oben drauf zu stehen? Also das waren jetzt lange 10 Minuten, was der gute Mann mir erzählt hat. Ja. Hat sogar Helle geschafft, runterzulaufen. Ah ja, und nicht nur geschafft, ich habe da oben an und so eine Stunde gewartet ungefähr. Das ist fast. Er hat die Zelle viel übertrieben. Viertelstunde. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Genau, ja. Tschüss Bahn, ich bin schon. Das Ticket könnt ihr von uns haben, wenn ihr mal hierher kommt. Geht noch, einmal Abfahrt. Genau. Bäumchen rüttel dich, Bäumchen schüttel dich. Aber in dem Fall Ussi und Helle rüttel dich, Ussi und Helle schüttel dich. Wir sind nämlich jetzt gerade über Kopfsteinpflaster hierher gefahren. Nur Kopfsteinpflaster, ja. Und ich bin jetzt am Rütteln, ja. Ich rüttel mich immer noch. Ja. Oder du gegenrüttelst, sag mal. Ja, also so ganz einfach war das jetzt hier nicht. Zumal wir auch ziemlich steil den Berg hoch sind. Aber zum Glück haben wir ja E-Bikes und somit ging es ganz gut. Genau, die haben wieder mal gute Dienste getan. Und wo wir stehen, wir drehen uns jetzt rum. Und da werdet ihr gleich sagen, ach, da sind die. Seht ihr das? Jedes Kind kennt es. Ja, klar, jedes Kind. Ihr nicht? Na, dann seid ihr wahrscheinlich keine Portugieser. Genau. Also jedes Kind in Portugal kennt es, denn hier ist die Wiege Portugals. Der Henrik Alfonso, oder? Andersrum. Korrigiert mich immer. Ja. Alfonso Henriques. Ja, jetzt glaubst du übrigens, dass er Henriques heißt. Vorher hast du gesagt, der heißt nur Alfonso. Ja, mit zweitem Namen Henriques. Und dieser Alfonso ist hier geboren. Und es war... 1101 hast du gesagt. Nein, 1111. 1111, also ja, Fasnacht. Genau. Das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Ach so, hat nichts mit Fasnacht zu tun, nein. Also, aber das ist die Wiege Portugals.
Ja, genau. Und deswegen kennt jedes Kind diese Burg. Schlimm mit dem Mann, der lässt mich überhaupt nicht ausreden. Ja, ich darf alles recherchieren und er erzählt es euch dann. Ich bin so dominant. Ja, sieht so aus. Also hier wurde auf jeden Fall der Alfons Henriques geboren, 1111. Und er gilt als der Gründer Portugals. Und es war der erste König von Portugal. Genau. Und seine familiäre Geschichte, die brauchen wir jetzt nicht, von wem der abstammt und so. Das ist jetzt nicht so wichtig. In aber die Burg müssen wir auch nicht rein, das ist auch nicht so wichtig. Das ist eine Burg wie jede andere, aber von außen schaut sie schön aus. Ja, hier kommt man, glaube ich, gar nicht rein, aber da unten gibt es ja noch ein Schloss und das schauen wir uns wenigstens mal von außen an. Hast du übrigens schon gesagt, in was für einer Stadt wir überhaupt stehen? Oh nö, ich hätte, du quasselst doch die ganze Zeit. Du bist doch Zeit. Diejenige, die alles ja, weiß. Ja, also dann erzähl mal, wo sind wir denn? Ich kann den Namen nämlich nicht aussprechen. Guia Mares. Ja, wenn es so ausgesprochen wird. Wir schreiben es auf jeden Fall unter rein. Fränkisch-Portugiesisch. Ja, wir schreiben es auf jeden Fall unter rein, wo wir stehen. Und das Wetter ist super. Ja, ihr seht, strahlend blauer Himmel. Es ist zwar noch ein bisschen frisch, aber mit dem Fahrradfahrer geht es wunderbar. Wunderbar, einwandfrei. Ja. Außer die Rüttelstrecke. Ja, die ist, glaube ich, in dieser ganzen Stadt so. Ja, furchtbar. Man kann nicht alles haben, oder? Nein. Also jetzt fahren wir hier um diese hier rum. Genau. Und da sieht man nämlich dann noch das, ich glaube, das Schauerschloss oder so irgendwas. Ich denke, ach, das ist die Burg und unterhalb steht, glaube ich, das Schloss. Ich nehme die 360 so Grad Kamera mit, dann wird man was sehen und wenn ich nicht auf die Nase falle. Ja, wird wahr sein. Ich arbeite immer so sicher mit deinen Kameras. Nein. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ja, genau. Also hier ist die Burg, da ist die Ussi und da hinten ist das Schloss. Kann man alles besichtigen, aber wir fahren weiter. So Ussi, was ist die nächste Station? Ja, jetzt fahren wir runter in die Stadt. Also jetzt fahren wir in die Stadt. Rüttelstrecke. Das heißt, wir rütteln uns in die Stadt. Ja, genau. Und zwar ist der Alfonso hier. Seht ihr nochmal, da ist das Schloss. Die Ussi gehört zu mir. Man kann das Ganze auch fußläufig erreichen. Die Ussi? Ja. Wenn man ein wenig besser beieinander ist als wir. Wahrscheinlich ist das auch im Sommer besser angebracht. Jetzt geht es noch, sind noch nicht so viele Touristen da. Wenn man nicht so durchgerüttelt werden will. Nee, damit hat es nichts zu tun, sondern es ist hier bestimmt einiges los im Sommer. Ja, ist ja jetzt sind schon einige Leute da, aber wie gesagt, es ist halt ein Nationaldenkmal in Portugal. Mhm. Ja, genau so ist es. Und viele Schulklassen kommen hierher und jetzt kam auch gerade eine aus dem Schloss wieder raus, also die werden sich das alles angucken. Genau. Jetzt muss ich ablesen, weil das ist jetzt zu schwer für uns Deutschen. Igreja de Nossa Senhora de Oliveira. Ussi, habe ich es gut gesagt? Naja, so ungefähr wahrscheinlich. Die Ussi hat immer was zum Aussetzen an mir.
Da sind also schon ein Haufen Menschen, weil die Sonne scheint und es ist richtig angenehm da. Und da ist die Kirche. Das ist ein Nationaldenkmal, ein portugiesisches Nationaldenkmal, die Kirche. Ja, die wurde um 960 von einer Gräfin gebaut, als Kloster, denke ich. Und ja, einer der Priore, die hier waren, war dann der spätere Papst Johannes der 21. Jawohl, zwei also, Päpste vor dem Doppelpapst Johannes der 23. Okay. Da gibt es nämlich zwei Johannes den 23. Aha, okay. Das ist eine ganz andere Geschichte, ja, aber hochinteressant. Die brauchen wir jetzt nicht erzählen. Aber die brauchen wir jetzt nicht, sie verbinden mir das immer. Ja. Machen wir bei einer anderen Gelegenheit, wenn wir in Pisa sind, machen wir das. Okay, also, ist ein ganz anderes Land. Nichts also, Portugiesisches. Nein. Aber hier wurde auch ein Papst, also hier hat auch ein Papst gelebt, ein späterer Papst. Jawohl, genau. Und mal schauen, vielleicht können wir die Kirche angucken, oder? Das können wir mit Sicherheit. Wir brauchen bloß die Fahrräder abspannen und reingehen. Hm. Machen gucken wir das, wir mal. Oder? Gucken also, wir mal. Geh mit rein, ihr braucht keine Fahrräder abspannen. Nee. Vor dem Ding. Das wollten wir euch jetzt eigentlich zeigen, aber das schaut im Moment so aus und wird gerade für euch hergerichtet. Na, also okay. Wenn ihr im Sommer kommt, da findet ihr das schön vor. Ja, genau. Und die Inschrift bedeutet, hier wurde Portugal geboren. Na also, und damit haben wir den Rundgang beendet. Ja, genau. Ja. Und du wolltest eine Frühlingsgrüße schicken. Ja, die machen wir jetzt. Da vorne ist ein Bänkle. So, wir sitzen hier in der Frühlingssonne von Portugal im Januar. Mitten im Verkehr. Ja, es ist hier schon Leben auf der Straße. Nicht nur Autos, sondern auch Fußgänger sind unterwegs. Und teilweise sitzen sie in den Lokalen schon außen. Ja. Und wir schicken euch jetzt ein bisschen Sonne ins Kühle. Deutschland, nicht so sonnige Österreich, Deutschland, Schweiz. Überall, wo ihr seid und uns zuschaut. Ja, genau. Wir grüßen euch ganz herzlich aus Guiamares. Ja. So ähnlich, irgendwie so ähnlich. Und wir fahren jetzt weiter und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter auf der Reise begleitet. Ja. Es geht immer südlicher und es wird immer wärmer, das versprechen wir euch.
Oh ja, so Verspreche würde ich jetzt nicht halten. Die Uhr sind nicht so genau, doch ich verspreche das. Weil wenn es kalt wird, dann fahren wir woanders hin. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns wieder einen Daumen da. Und ansonsten grüßen wir euch aus Guia Mares oder so ähnlich. Ja. Und der Wiege Portugals. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.